Also Leute, weil die Frage immer wieder kommt, wie funktioniert die MW2 Beta, was muss ich bedenken, auf welcher Plattform kann ich spielen, wann kann ich die Beta spielen, wie kann ich die Beta spielen, was kann ich überhaupt spielen, alle Erklärungen, die wir bisher haben, die bisher durchgesickert sind für euch. Also Leute, das sind die aktuell bekannten Beta-Daten, die wir vor ein paar Wochen schon das allererste Mal bekommen haben. Valve hat die damals geleakt mit dem einzigen Unterschied. In dem geleakten Image, was Valve, ein für Deutsche ganz schrecklich auszusprechender Name, war nicht Start der Beta PlayStation Exclusive. Es gibt immer noch den PlayStation Exclusive Deal, obwohl Microsoft ja dabei ist, Activision aufzukaufen. Dieser Deal scheint nach aktuellen Angaben wohl bis 2024 oder 2025 noch zu laufen. Der hat damals gesagt, am 15. September beginnt die PlayStation Exclusive Zeit. Für Vorbesteller und Leute, die einen Beta-Code haben. Es hat sich jetzt aber um einen Tag nach hinten verschoben, warum auch immer. Sieht folgendermaßen aus: Wenn ihr euch Modern Warfare 2 für die PlayStation jetzt schon gekauft habt, vorbestellt habt, oder wenn ihr hier in dem Video unten ist ein Link, da könnt ihr mich unterstützen, kostet euch aber nichts extra, da könnt ihr euch einen Beta-Code für die PlayStation kaufen. Der kostet aktuell, glaube ich, 3,99 € oder so. Und dann könnt ihr die Beta ab dem 16. September bis 17. September schon vorab spielen. Wenn ihr darauf keinen Bock habt und eine PlayStation habt, könnt ihr vom 18. bis 20. September, sobald ihr eine PlayStation habt, ohne PlayStation Plus ist hier nicht notwendig, könnt ihr die Beta auch so spielen, ohne es vorzubestellen. Das heißt, Vorteil, wenn ihr vorbestellt, ihr könnt einen Tag früher spielen und vor allen Dingen länger einfach. Dann wird ein zweites Crossplay-Wochenende kommen. Das heißt, ihr könnt in der Beta schon Crossplay spielen. Am 22. September bis 23. September ist Early Access. Das bedeutet, wenn ihr vorbestellt habt, für Xbox oder PC. Oder wenn ihr wieder auf der PlayStation unterwegs seid, braucht ihr dann nicht vorbestellen, könnt ihr auch direkt anfangen. Und dann ist wieder Crossplay, Open Beta für alle Plattformen, braucht ihr nicht vorbestellen, 24. September bis 26. September. Aktuell geleakt ist diese nagelneue Formel 1 Rennbahn, die wir haben. Es soll ein Kartenausschnitt aus dem neuen DMZ-Modus spielbar sein und es soll auf einer Ground War Karte, also eine größere Karte, wie wir es aus MW19 kennen, verschiedene Spielmodi verfügbar sein. Das heißt, in der Alpha von MW19 hatten wir damals ja 2 gegen 2 Gunfight und in der Beta hatten wir, ich weiß gar nicht mehr, was wir da hatten. Ich glaube, man konnte leveln bis Level 30 oder 50, hatte irgendwie 2-3 Karten und so Standardmodi wie TDM Herrschaft. Das wird dieses Jahr auch ähnlich sein mit 2-3 Karten. Ihr werdet nicht komplett leveln können, weil ihr dann ja wieder alles Mögliche freischalten könntet. Ihr werdet wieder ein Level Cap haben und es wird, Twix sagt das irgendwie so, zwischen 2 und 5 Maps wird es dieses Jahr sein. Plus eben eine Ground War Karte, wo ihr nicht nur Bodenkrieg spielen könnt, sondern verschiedene Modi. Wenn ihr jetzt sagt, ich bin PC-Spieler, ich habe keinen Bock, das vorzubestellen, dann habt ihr nur Spielzeit vom 24. bis 26. Wenn ihr PlayStation-Spieler seid und ihr bestellt es vor oder kauft euch einen Beta-Code über MMOGA, mein Link, Empfehlung, dann könnt ihr es vom 16. bis 17. spielen, vom 18. bis 20. 2 Tage Pause, am 22. wieder weitermachen bis 26. Das heißt, der Unterschied zwischen PlayStation vorbestellen und PC gar nichts vorbestellen als Beispiel sind, wenn wir es zusammenrechnen, fast eine Woche. Das heißt, meine Empfehlung, wenn ihr natürlich möglichst viel Spielzeit haben wollt am Anfang und ihr eine PlayStation habt, das ist dann das Wichtige, holt euch am besten einen Beta-Keycode oder wenn ihr 100% sicher seid, dass ihr das Spiel sowieso spielen werdet und viele werden sie es wahrscheinlich schon deswegen dieses Jahr kaufen, weil es wieder ein MW ist und viele Leute MW19 gefeiert haben, gerade neue Spieler und Beginner und seien wir ehrlich, wir alle werden MW19 oder MW2 dieses Jahr brauchen, weil wir mit MW2 die Waffen leveln, die für Warzone 2 dann kommen. Also es wird sowieso darauf hinauslaufen, dass auch alle Content Creator und auch ich sich das sowieso holen.
Vorbestellen ist immer eine schwierige Sache. Ich als Creator weiß 100%, dass ich darüber Content mache. Das heißt, ich bestelle es mir eh vor. Es wäre aber eine dicke Empfehlung von mir für euch, dass ihr euch das genau überlegt. Und wenn ihr wirklich vielleicht gar nicht sicher seid, ob euch das am Ende als normaler Spieler gefällt, guckt euch das entweder in der Open-Beta-Phase ab 18. September auf der PlayStation an oder bestellt euch für 3 Euro etwas einen Beta-Key, den könnt ihr dann eingeben, könnt dann eben diese Applikation auf der PlayStation runterladen und dann ist gut. Wichtig, Leute, ihr braucht auf der PlayStation kein PlayStation Plus. Ihr braucht kein PlayStation Plus, um das auf der PlayStation zu spielen. Und das ist ein Tipp, den ich euch geben würde, das müsst ihr aber für euch selber machen. Skill-based Matchmaking trackt euren gesamten Game-Fortschritt von eurem Battle.net-Account, von eurem PlayStation-Account oder sonst was. Wenn ihr Warzone 2 und MW2 spielen wollt, überlegt euch doch, weil es wird keine Querverbindung mehr zu MW19, zu Warzone 1, zu den Skins Waffen geben. Egal, was ihr in MW2 und Warzone 2 macht, es wird nichts, gar nichts mit den bisherigen COD-Spielen in irgendeiner Art und Weise zu tun haben. Überlegt euch vielleicht, damit ihr beim Thema Skill-Based Matchmaking vielleicht einen kleinen Vorteil habt, wenn ihr das Gefühl habt, bei euch auf dem Account läuft der Aim-Assist nicht so richtig, es gibt ja Beweise dafür oder Indizien, dass, wonach auch immer das beurteilt wird, Aim-Assist, Slide-Cancel auf einigen Accounts besser funktioniert als auf anderen Accounts, da hat ein amerikanischer Pro-Player den Test gemacht. Für viele macht es vielleicht Sinn, dieses Jahr zu sagen, ich mache mit dem Battle.net-Account einen Cut und mache mir für MW2 und Warzone 2 einen nagelneuen Battle.net-Account, wenn ihr auf dem PC spielt, und spiele über einen nagelneuen Account. Ihr könnt ja trotzdem jeden Namen nehmen, den ihr haben wollt. Das wäre von mir die Empfehlung an euch, dass ihr hier ausreichend überlegt, ob das eventuell für euch Sinn macht. Ich weiß nicht, ob MMOGA mir als Partner Beta-Code zur Verfügung stellt. Sollte MMOGA das machen, werde ich die an euch weitergeben. Sollten die das nicht machen, dicke Empfehlung, geht einfach kurz auf die Homepage und ihr könnt es natürlich auch überall anders bestellen. Wenn ihr es nicht unbedingt vorbestellen wollt, 3,99 € für einen Beta-Key, dann könnt ihr 10 Tage lang durchgängig mit einem Tag Unterbrechung, gut, fast durchgängig, die Beta anzocken, könnt wirklich auf Herz und Nieren prüfen und könnt euch anschauen, ob es für euch ein Game ist, was euch gefällt. Und wenn es euch gar nicht gefällt, weil ihr selber sagt, das ist einfach gar nicht mehr euers, habt ihr vielleicht 4 Euro verballert, aber immerhin nicht digital 60 oder 70 oder 80 Euro, was es mittlerweile kostet. Denn wenn ihr es digital bestellt, kriegt ihr es nicht mehr verkauft, das muss man auch immer dazu sagen. Es gibt natürlich auch die ganzen Preseller, wie ihr könnt es theoretisch über Amazon bestellen, kriegt einen Beta-Code, gebt den Beta-Code ein und gebt das Spiel zurück. Könnt ihr alles machen, aber da unterstütze ich euch nicht, ich will, dass es fair läuft. Deswegen, wenn noch Fragen dazu sind, schreibt sie in die Kommentare und dann werde ich das hoffentlich bis dahin beantworten können. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, haut rein.